Wischermotor auszutauschen, benötigen Sie eine Ratsche, passende Nuss, einen Abzieher, geeignete Schraubendreher, einen Kunststoffhammer, einen Kunststoffbeitel und einen Splinttreiber. Stellen Sie den Motor ab. Warten Sie mindestens 5 Minuten, damit das Motorsteuergerät völlig abgeschaltet ist. Markieren Sie die Endposition des Wischarms und des Wischblatts auf der Windschutzscheibe. Öffnen Sie die Motorhaube. Entfernen Sie die Plastikkappen der Wischarme. Schrauben Sie die Muttern ab. Entfernen Sie die Wischarme mit Hilfe des Abziehers. Entfernen Sie die Plastikmuttern, mit denen die Abdeckung des Wasserkastens befestigt ist. Entfernen Sie die Abdeckung. Entfernen Sie den Stecker am Wischermotor. Entfernen Sie die Schrauben des Wischermechanismus. Bauen Sie den Wischermechanismus aus. Lösen Sie die Lenkstangen vom Umlenkhebel. Lösen Sie die Schrauben vom Motor und bauen Sie ihn aus. Schrauben Sie den Motor auf der Abdeckung fest. Verwenden Sie hierfür gegebenenfalls die mitgelieferten Schrauben. Befestigen Sie das Lenkgestänge wieder an dem Umlenkhebel. Richten Sie die Lenkstangen am Umlenkhebel aus. Positionieren Sie den Mechanismus wieder an seinem Platz und befestigen Sie ihn richtig. Schließen Sie den Steck am neuen Motor an und montieren Sie die Abdeckung des Wasserkastens. Überprüfen Sie den Zustand des Wischblatts. Valeo empfiehlt, das Wischblatt einmal jährlich zu wechseln. Platzieren Sie die Arme an der markierten Stelle. Ziehen Sie die Muttern der Wischerarme fest. Achten Sie darauf, dass das Wischblatt weiterhin an der Markierung ausgerichtet bleibt. Stecken Sie die Abdeckung wieder auf die Mutter. Starten Sie den Motor und überprüfen Sie alle Funktionen der Wischanlage, Wischwinkel, Qualität des Wischbilds, Wischgeschwindigkeiten